So, nach dem letzten leichten Rad im Video geht es jetzt also weiter. Und wir werden jetzt erstmal Stallions Waffe. Oh, das kostet Geld. Scheiße. Heilige Scheiße. Oh, 3. Oh nein! Oh nein! Oh, warum muss das immer wieder von vorne anfangen? Kann ich einfach den Leuten bleiben? Oh, oh. So. Der hat schon 6. Der hat noch 5. Die beiden kriegen auch noch 6. Was kosten die denn jetzt? 4000, 4000. Okay, das kriege ich noch auf 7 alles. Und habe dann nichts mehr. Kann jetzt noch den Chinese Dish verkaufen. Und ich schaue mir mal an, er hat ja eine Lightning Rune, genau. Maß müssen wir noch eine geben. Haben wir im Inventar noch das Blumenbild zu verkaufen, das alte Buch, das können wir unten abgeben. Kann ich euch dann demnächst auch nochmal ein bisschen was zeigen zu den alten Büchern. Seife. Wofür auch immer. Ach, ich durfte sie behalten. Ja, ich kann die Seife auch verkaufen, genau. Ja. Dann haben wir noch ein Windows-Setting. Dann wollen wir mal schauen, was wir hier haben. Windows Setting, wo war es? Das können wir noch mal genau. Da haben wir es, das kann erstmal runter. Sound Setting, ja gut, okay, mit sowas werden wir uns dann auch demnächst mal beschäftigen. Toxin. Gut. Das hat Igor Gremio verloren, als er gestorben ist. Das können wir auch weitergeben. Geben wir einfach an Cleo. So, das rote Bild. Was ist das für ein Mural? Ich weiß gerade nicht, wer Mural ist. Oh, da haben wir die alten Bücher. Das geben wir jetzt erstmal alles weg. Und machen wir dann zu einem anderen Zeitpunkt. Die Vase, die holen wir uns hier noch rein ins Inventar. Die werden wir auch verkaufen. Auto Recover Sunbeam Crystal. Und der Sprint möglich. Naja, dann lieber den Sunbeam. Weitere 4 Minuten um. Oh Mann. Oh, verkaufen. So, naja, das ist besser als nichts. Jetzt habe ich das alte Buch immer noch. Egal, das gehen wir gleich unten ab. Gut, okay. Und dann haben wir noch den Sonnenstrahlenkristall.
So. Also jetzt geht es ein bisschen wirklich erstmal wieder Geld verdienen. Das ist, also dieses Schmieden, das ist so schweineteuer in dem Spiel hier. Das heißt, wir können das Buch natürlich erst abgeben, wenn wir auch eine Bibliothek haben. Das ist schlecht. Die Seife, da können wir versuchen nochmal wegzuschmeißen. Ja, das passt. Super. Ja. Dann wollen wir noch einmal kurz versuchen, diese Katze zu fangen. In Kuh. Alter. Willst du mich verarschen, Misty? Die läuft jetzt aber immer nur hier, ne? Das muss die doch sein. Zappelt sie wieder? Ne, das ist es nicht. Aber ich kann mich an keine andere Stadt gerade erinnern, wo wir nur noch höchstens wir Blanche, das können wir nochmal versuchen. Und das war ja scheinbar Amerikon an. War es denn Anteil? Ich werde nicht. Oh doch. Läuft eine Katze rum. Hallo! Irgendwelche Kätzchen? Nein. Schade. Gut. Dann können wir uns jetzt nach Lorimar bewegen. Und ein bisschen Geld verdienen. So. Gibt es doch noch Leute, die kriegen tatsächlich Level. Holy Spirits. Oh ja, sehr gut. Naja, jetzt hat das auch mit Maß mal wieder geklappt und mit China, dass ich Leute reinnehme, die man jetzt noch nicht so zwingend oft gesehen hat. Mal wieder ein paar neue. Wie gesagt, ich hoffe, ihr freut euch immer darüber, wenn mal welche dabei sind, die man jetzt normalerweise nicht reinnimmt. Immer mal wieder neue Gesichter sozusagen. So, jetzt sind wir in Lorimar. Hier sollten wir uns ja umschauen. Wir schauen uns um. Eigentlich gibt es hier anscheinend nichts zu sehen. Oh. Mein Job ist es, die Köpfe von Kriminellen abzuschlagen. Aber wie du siehst, läuft das Business heutzutage nicht so. Rekrutieren. Alles, was ich kann, ist Köpfe abhacken. Das ist alles, was ich weiß. Bist du dir sicher? Natürlich. Du bist ein merkwürdiger Typ. Okay, dann. Ich gehe mit. Ich genieße das Sonnenlicht für eine Erinnerung. Gut. Wieder einer mehr.
Ja, sieht er, so läuft das. Da hätte ich jetzt nie im Leben dran gedacht, dass ich hier noch verstehen könnte oder dass ich hier noch mal vorbeikomme. Im Dorf der Krieger. Geh nicht, Tenga. Lass mich gehen, Hicks. Ich habe mich schon entschieden. Nein. Du wirst gefressen. Das ist, was alle sagen. Kannst du mich beschützen? Kannst du? Warum ist dein Schwert immer noch nicht benannt? Ich, aber andere können, ich bin sicher... Tenga, du bist immer so. Außerdem... All diese Erzählungen von Blutsaugenden sind vielleicht nur Rumore. Vielleicht werde ich... Geht es mir gut in der Burg, in dem Schloss. Besser als in diesem Hinterwäldlerdorf zu leben. Was sagst du da? Tenga, ich sag dir, du sollst im Haus bleiben. Du bist ein böses Mädchen. Was ist, wenn Necklot sich zeigt? Was? Hast du Necklot gesagt? Hey, alter Mann, hast du Necklot gesagt? Wer seid ihr, Leute? Ich stelle hier die Fragen. Antworte. Was ist los mit dir, Viktor? Komm mal runter. Seid ihr die Befreiungsarmee? Das ist richtig. Ich habe euch bei der Attacke auf Melichs Castle Schloss gesehen. Ich habe diesen bärenartigen Mann auch gesehen. Bär? Ich meinte, werd nicht wütend. Ah, ich sehe die Befreiungsarmee. Da müsst ihr Commander Jack sein. Ich hörte von euch. Wollt ihr in mein Haus kommen? Ich werde euch über Necklot erzählen. Bitte kommt diesen Weg entlang. Autsch, das tut weh. Zieh nicht so an meinem Arm. Du reißt ihn mir noch ab. Komm einfach. Schauen, bevor da wirklich reingehen. Sind die alle in der Gruppe? Oh, nee. Window. Mein Name ist Window, ich bin jetzt kein Krieger. Ich will auch gar kein Krieger sein. Ich will ein großes Glasfenster bauen. Ja, jetzt hätte ich das Windows-Setting gebraucht. Verdammte Scheiße nochmal. Aber egal, wir werden noch sowas finden. Achso, Mensch, ich bin ja Medizinladen. Also Lichtkristall, Championskristall. Keine schwächeren Gegner mehr, das ist natürlich ein guter Kristall. Wenn man aufstufen möchte, ist der sehr praktisch. Und vor allen Dingen, wenn du kombiniert hast mit der Rune, die Doppel-Experience-Punkte gibt. Rote Saat, rote Blumensaat, die nehmen wir einfach mal mit. Man sollte immer gleich alles mitnehmen, wenn man irgendwo ist, was auf diese Region trifft, dass man, wo man weiß, dass es einem was bringt. Weil wenn wir uns in einem Schloss mal umgucken, irgendwann, was hat er gesagt? Achso, Gerd hat mal erzählt, er läuft zum Kulon-Tempel, um da seinen Respekt zu zeigen. Er ist am besten von hier. Ja.
Er versucht immer ein bisschen großspurig zu sein. Den Namen hat er sich immer noch nicht eingraviert von ihr. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Ja, genau, du wirst nämlich immer irgendwelche... ja, sag schnell... ja, Saat, das wir eben war Saat, das können wir dem Blackman geben, der in unserem Schloss was anpflanzt, auf irgendeiner Etage, wo er sein Blumenbeet hat, und so weiter und so fort. Ich lade jetzt hier alle mal an. 'Selbst im Wald, nicht nur in der Nacht, tun wir unsere Arbeit. Ein Heil auf den König. Das waren die Worte des einzigen Kriegers, der jemals Necros Burg angegriffen hat und zurückkam. Muss eine Art Parole sein. So, hier haben wir noch ein Häuschen, die junge Frau, die sprechen wir im nächsten Video an. Und den Herrn, den kriegen wir nur. Ja, den kriegen wir nur, wenn wir Moos mitbringen. Sagen, was der Krieg hier zu lang machen. Ja, okay, der sagt uns auch nur, dass das Schwert, was die Leute hier alle am Mann tragen, das größte ist für die oder das wichtigste für die Menschen. Ich besiege Nektort, seine Burg ist im Südwesten von hier. Sehr schön, dann mach das mal. So. Und wir sehen uns gleich an dieser Stelle wieder, wenn ich diese junge Frau besiegt habe und sie rekrutiere. Bis gleich, ciao.